Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sek und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, und heute gibt es, ja, zum ersten Mal hier in FIFA 19, und zwar Clubtour mit Omar. Was geht, alles klar bei dir? Alles gut, danke bei dir. Oh, super. Also wie gesagt, Jungs, zum ersten Mal hier in FIFA 19 so ein Clubtour. Ich weiß nicht, ob ich in FIFA 18 das gemacht habe, ich glaube auch nicht. Aber da ich halt dieses Jahr viel investiert habe, Ich habe auch sehr krasse, geile Karten am Start, ja. Ja, wir gehen mal rein, und zwar, wir fangen einfach mal, keine Verteidigung, sondern einfach so Special, ja. Wir schauen mal momentan, was ich so in meinem Team habe, beziehungsweise in meinem Verein. Ja, ist ja ein Clubtour, Verein. Ja. Als erstes hier mit 91 Rating Ronaldinho, ja, nicht sein Prime, sondern seine 91er Karte, mittlere Karte. Auf jeden Fall sehr stabile Werte hat er, einer meiner Lieblingsspieler. Ich bin 25 und ich habe ihn zum Glück erlebt, wie er so gespielt hat in Paris Saint-Germain, ja, auch in Barcelona. In Barcelona hat er einfach mal komplett rasiert, auch Brasilien Nationalmannschaft, einer meiner Lieblingsspieler. Ich weiß nicht, ob so ein Spieler so identisch wie er rauskommt. Jetzt wirst du vielleicht mal sagen, Neymar. Aber Ronaldinho war komplett anders. Ja, Mann, Ronaldinho war heftig. So, ich habe halt diese Woche mit Ronaldinho gespielt. Insgesamt 46 Spiele. Also eine komplette Weekend League habe ich mit ihm auf jeden Fall gespielt. Er hat 20 Tore, 19 Vorlagen. Schwacher Fuß, 4 Sterne. Spezialwirkung natürlich 5 Sterne. An sich eine geile Karte. Mal sehen, ob ich diese Woche mit Ronaldinho spielen werde, weil wir haben auch gestern gestreamt, gestern Abend, falls du verpasst hast. Abonnieren, Jungs, auf Instagram natürlich auch folgen, damit ihr nichts verpasst. Ronaldinho wollt ihr nicht im Stream, Jungs. Also, mal sehen, ob er am Samstag, wenn ich mein neues Team vorstelle, ob Ronaldinho noch da drin ist. Weiß man nicht. Was sagst du? Ist er noch da drin? Ja, wenn es sein Lieblingsspieler ist, eigentlich schon, ne? Ja, einer meiner Lieblingsspieler. Nein, ja. So, dann haben wir hier Innenverteidiger Monster, na, Franzose, ja. Blanc haben wir hier am Start. Krasse Werte, sein Prime-Icon haben wir natürlich am Start. 79 Tempo, 92 Def und 86 Physis. Hast du mit Blanc gespielt? Ja. Hast du auch Blanc? Jetzt nicht mehr. Jetzt Ferdinand. So. Jetzt Ferdinand? Aber bald hole ich wieder Blanc. Ja, aber Ferdinand Prime kostet momentan 2,4 Millionen. Ja. Echt? 2,4 Millionen. Ich hab die SBC gemacht für 800k. Genau, 800k. Also wer das gemacht hat, auf jeden Fall Props. Ich hab's leider verpasst. Ja, Blanc kostet momentan so, glaube ich, 1,1 oder 1,4. Ist immer wieder unterschiedlich, ne? Also mit ihm habe ich 242 Spiele gemacht, Jungs. 6 Tore und 2 Vorlagen. Ja, eigentlich, ja, Eckballtore muss er halt mehr machen. Er ist auch 1,92, aber naja, man kennt ihn. Dann natürlich Hullet. Der ist einfach zu krass. 90er Hullet am Start. 328 Spiele. 158 Tore, 139 Vorlagen. Du lächelst so schön, weil er einfach zu krass ist, glaube ich. Ne? Also ich habe ihn für 3,925 geholt. Momentan 5 Millionen. Ja. Also 4,9 bis 5,1 momentan ist er am Start so auf dem Transfermarkt. Ja, Hullet, 90er habe ich auch, Jungs. Ja. Dann, ja, Vieira, ich nenne ihn manchmal so ein Insider von mir, Spider-Man. Egal was ist, er kriegt einfach den Ball. Ja, der ist auf jeden Fall richtig krass, falls ihr die Coins habt, Jungs, und eine ZDM braucht, holt euch Vieira. Ich habe ja auch davor mit Makelele Prime gespielt, auch ein krasser Typ, ja, krasse Karte natürlich. Aber ja, wenn man die Coins hat, natürlich holt man sich Vieira. Seine 88-Karte ist auf jeden Fall richtig nice, wenn man die Coins hat. Da kann man auch natürlich sein Prime-Icon holen. Aber mit 1,92 auf ZDM, ja, machst du nichts falsch. Du brauchst auf jeden Fall natürlich Vieira. Ja. Tempo, Physis, Def, für den ZDM ist es halt sehr stark. 1,92 haben wir gesagt. 242 Spiele habe ich momentan gemacht. 24 Tore, 45 Vorlagen. Für den ZDM hat er schon gute Vorlagen, sage ich mal so. Und schwacher Fuß, 3 Sterne und Spezialbewegung. 3 Sterne. Schuss hat er 75, aber manchmal schießt er so krass aus 30 Metern, wo du denkst, er hat, keine Ahnung, 90 Schuss oder so. Ja, dann haben wir hier Neymar Junior, ja. Ich glaube, einer deiner Lieblingsspieler, so, ne? Safe. Ja. Wie viele Spiele du mit ihm gemacht hast? Ja, 406 Spiele mit Neymar, sein Informkarte. Ihr könnt mal gerne unter den Kommentaren schreiben, gibt es einen Unterschied zwischen Rare Card von Neymar oder einer Informkarte? Was sagst du? Ich finde schon, ja. Der Inform ist schon viel krasser, ja. Also, ihr könnt mal gerne unter den Kommentaren schreiben. Ich habe für 874.000 Neymar Inform geholt. Momentan liegt er bei 1,04 oder so. Irgendwie so, ja. Ja, also wenn ich ihn verkaufen würde, würde ich jetzt so 150.000 Gewinn machen. Also 406 Spiele habe ich mit ihm gemacht. Ja, 195 Tore, 165 Vorlagen. Fast immer beteiligt an der Tor. Und schwacher Fuß 5 und Spezialbewegung 5 Sterne. Richtig top. Falls ihr die Coins habt, Jungs, und einen Links-Mittelfeldspieler braucht, auf jeden Fall Neymar Junior, ja.
Richtig top, der Typ. Dann haben wir uns letzte Woche Kylian Mbappé Lothar uns gegönnt. Wir haben 49 Spiele haben wir gemacht, 16 Tore, 11 Vorlagen. Ich persönlich muss etwas jetzt sagen. Und zwar, ich habe ja mit Prime Best gespielt. Mhm. Er war irgendwie besser, ja? Ja. Also manche werden auch sagen, ey, Seko, ja, Kylian Mbappé, Lothar Mbappé ist auf jeden Fall natürlich günstiger, gleiche Werte fast, aber ja, ich persönlich kam mit Best Prime besser. Mhm. Was sagst du? Ja, Mbappé ist halt so, er fühlt sich voll groß an, ne? Ja. Er ist aber 1,78. Ja. Aber der gibt uns 4 Sterne schwacher Fuß und 5 Sterne Spezialbewegung. Mhm. Richtig nice und leider Jungs, 16 Tore und 11 Vorlagen. Ja. Das ist ein bisschen schwach, ja. Das war schwach. Ich habe auch diese Woche natürlich auch nicht so stark gespielt. Ich habe ein bisschen schwach gespielt, ja. Leider. Dann haben wir natürlich auch hier ein paar Informs. Das sind halt für SPCs. Ich bereite mich immer wieder vor für SPCs. Ansonsten würde ich zum Beispiel Fährmann verkaufen, wenn ich die Münzen haben möchte. Ich glaube, wenn ich so mein Feind alles hier verkaufen würde, würde ich locker 1 Million noch rausholen. Ja, okay. Dann habe ich noch Fährmann, Inform, Bakayoko. Habe ich auch gestern gezogen, 2 Mal. Dann haben wir hier Hernandez, sein Inform. Dann haben wir eine UEFA European League Karte, ja. Ich sag immer wieder UEFA Cup, ja, eigentlich so. Früher war ja UEFA Cup, ja, jetzt European, ja. Also, ja, an sich, halt die Karte, so von so Design her sieht es halt gut aus, aber... Alle Spieler aus der Europa League, so die rauskommen, sind eigentlich alle Müll, so man kann gar keinen gebrauchen oder spielen. Zokrates war da mit 86 Rating, aber mit dem kann man auch nicht schocken. So, dann haben wir hier noch ein paar Informs, Terodde. Dann haben wir hier Hanni, ja, und Loftus-Check haben wir hier wieder so eine Karte, richtig von Design her richtig schön, aber... Geht voll ab, ja, bei Chelsea. Aber ja, würde man jetzt nicht in FIFA 19 spielen. Dann haben wir hier von Hertha BSC. Erste Berliner. Genau, wie Tom heißt der? Arega. Genau, so sieht's aus. Dann haben wir hier natürlich auch ein paar Champions League-Karten. Ja, dann Eden Hazard haben wir auch hier am Start, ja. Super Sub ohne Ende, ja. Super Sub, also 103 Spiele, 12 Tore, 22 Vorlagen mit Eden Hazard. Ja, mein super Sub Hazard. Ich überlege wirklich, ob ich diese Woche mit Eden Hazard seine Playoff-Automatik-Karte spielen soll oder nicht. Ich überlege es mir noch. Und in den Kommentaren könnt ihr gerne mal schreiben, Jungs, ob ich mit Neymar weiterhin spielen soll oder mit Hazard. Wenn ich Neymar verkaufen sollte, 1 Million dann gespart, kann ich für eine Ikone investieren. Beispiel oder was anderes holen. Ja, Eden Hazard, wie gesagt, Player of the Month Karte, 4 Sterne schwacher Fuß, 5 Sterne Spezialbewegung, ja, auch richtig nice, 1,73 groß, sehr schöne Karte. Auf der nächsten Seite, schauen wir mal, was wir haben. Wir haben Toni Kroos, ja, nochmal abgeschlossen, ja. An sich nicht schlechte Werte, ich persönlich würde jetzt nicht spielen, Tempo 70, ja, für ein ZM 75 Def, 70 Physis. Ist okay, aber ist jetzt nicht so spielbar. Falls ihr gemacht habt, Jungs, ja, könnt ihr gerne mal auch schreiben, ob er wirklich gut ist oder nicht. Könnt ihr gerne schreiben. Dann haben wir hier Dani Alves. Das haben wir letzte Woche im Stream abgeschlossen. Marcelo, untradable. Richtig top. Und ich habe auch mit ihm 451 Spiele. 2 Tore, 14 Vorlagen. Der geht wirklich ab. Er hat zwar hoch gering, so seine Arbeitszeiten sind jetzt nicht so besonders, aber ja, spielt sich halt gut. Ja, deshalb nutze ich ihn aus. Manchmal kostet es ja 300k, manchmal 500k. So, dann haben wir hier Player of the Month, Aubameyang. Ja, ist auch so ein super Sub von mir. Manche spielen auch Aubameyang natürlich Stamm. Richtig stark der Typ. Reus, ja, ab 70. Minute kommt er rein. Ich habe mit ihm 61 Spiele gemacht. 7 Tore, 9 Vorlagen. Schwacher Fuß, 4 Sterne, Spezialwirkung 4 Sterne. Also, Finesse-Schüsse auch mal mit schwacher Fuß. Warum nicht? Falls ihr Reus gemacht habt, Jungs, spielt mit ihm. Ja, sein Ausdauer ist jetzt nicht so stark, aber zweite Halbzeit geht er auf jeden Fall ab. Dann haben wir untradable Mertens, Jungs. Dann, vorhin hast du ja gesagt, genau, seine 87er Karte, Hernandez, Chicharito haben wir auch hier. Sané, Champions League Karte, 87 am Start. Dann haben wir Timo Werner, letzte Woche habe ich ihn ja gezogen, Player Pick schön mitgenommen. 2 Mal haben wir Timo Werner gezogen, einmal seine Informkarte und einmal Player Pick. Dann haben wir Lukas, der kommt auch immer wieder rein, 62 Spiele hat er gemacht, 3 Tore, 5 Vorlagen. Ich merke auch gerade, das ist jetzt spontan, Jungs, dass ich wirklich wenig auf Tor schieße, ja, wie man sieht, weil ich habe sehr wenig so Tore, ne? Ja. So, dann haben wir hier ein paar schöne rote Karten, Jungs. Ja, hier gibt es einen Graf-Fehler, aber das ist halt der Marquinhos. Ja, der hat gar nicht, also der hat nur 10 Spiele gemacht. Dann Chesney haben wir hier. Martial ist auch untradable, gar nicht gespielt. Aber manche spielen auch mit Martial und der ist wirklich stark. Dann haben wir hier Storni, also mit ihm habe ich gar nicht gespielt, aber so für SPC oder so kann man abgeben.
Lozano spiele ich momentan. Ja, diese Woche habe ich gespielt. 16 Spiele hat er gemacht, 2 Tore. Der geht auch richtig ab, ja. Und Barzagli habe ich hier. Marquinhos wieder. Dann Laporte haben wir abgeschlossen im Stream, Jungs. Falls du verpasst hast, kommst du nächstes Mal einfach mal vorbei. Ja, auf Instagram schön folgen. Könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Arnautovic, rote Karte. Fabian haben wir hier. Juan Mario Hazard. Ja, sein Bruder haben wir auch hier. Ja. Dann haben wir El Sharabi. Dann wieder eine European Card. Ja, Forest. Valencia. Und wir gehen mal kurz nochmal durch, was es so noch gibt. Ja. Lingard, Bakayoko und so weiter und so fort. Wir gehen nochmal hier durch, drücken mal kurz R1. Also viele roten Karten habe ich immer noch. Für SPC kann man die natürlich mitnehmen. Champions League Karten mache ich immer wieder. Heute kommt höchstwahrscheinlich Doppel-Upload am Abend. Um 19 Uhr denke ich, dass die Champions League Karten wieder rauskommen. Dann einfach einschalten, Jungs. 21 Uhr, 22 Uhr wird es dann online kommen. Wir werden natürlich wieder ein Experiment machen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir was Schönes. So, das war's mit den Spezialkarten. So, gucken wir mal hier Gold. Was haben wir noch hier am Start? Gold nehmen wir mal auch mit. Ja, natürlich. Ja. Erstbesitzer. Cristiano Ronaldo. Jungs, wir haben uns richtig gefreut mit Ozan zusammen. Ozan, Grüße gehen raus, mein Freund. Grüße raus, ja. Ja, 243. Ich spiele mit Cristiano Ronaldo. 197 Tore. 101. Ja, Vorlage mit Cristiano Ronaldo. Schwacher Fuß, 4 Sterne, Spezialbewegung, 5 Sterne. Er ist einfach der beste Spieler. Game Changer, bester Spieler in FIFA 19. Mhm. Keiner kann mir da was sagen. Ja, wie man sieht, schieße ich nur mit Cristiano Ronaldo meine Tore. Ja, kann man so sagen. Ja. So, Erstbesitzer Cristiano. Dann haben wir hier Couture. Ich habe mal Couture letzte Woche, glaube ich, war das, verkauft. Ja. Und jetzt habe ich ihn nochmal geholt. Ansonsten würde bei ihm auch über 460 Spiele stehen. Ja, leider hat er keine Tore, keine Vorlagen. Schwacher Fuß 3 Sterne und Spezialbewegung 1 Stern. So, dann haben wir hier Isco 89. Ja, für SPC kann man ihn auf jeden Fall gebrauchen. Habe ich auch off-stream gezogen. Dann Varane. 49 Spiele steht er zwar da, aber da müsste auch eigentlich 500 Spiele stehen. Habe ich heute ganz am Anfang mit Varane gespielt. 2 Tore momentan und 0 Vorlagen. Also Hut ab wegen 0 Vorlagen, Digga. Sané 86. Erstbesitzer haben wir auch im Stream gezogen. Und ich werde... Ich zeige euch mal kurz. Sané kostet mittlerweile jetzt also 80k, 90k. Ich werde halt warten bis Freitag. Ja, vielleicht kommt sein Player of the Month Karte. Kann ja sein. Vielleicht muss man Sané dann abgeben. Dann kann ich da ein bisschen sparen. Dann Dzeko haben wir hier, 85 Rating. Und ja, Goldspieler haben wir auch hier. Ja, die immer wieder runtergehen von 83, 82 bis zu 79 müsste es sein. Machen wir mal schnell hier. 82er haben wir hier am Start. Ich behalte die alle, weil ich halt, wie gesagt, SPCs mache. Und dann kann ich halt die Spieler abgeben. Ich muss da nicht kaufen extra. Und deshalb habe ich so viele Spieler in meinem Verein. Falls ihr euch fragt, ne, Seko, warum hast du so viele Spieler? Verkauf die doch. Du kannst dann mehr Münzen haben. Beziehungsweise mehr Münzen kriegen. Dann kannst du dir eine krassere Ikone holen. Ja. Ich bin kein E-Sportler, ich bin YouTuber. Ja, deshalb brauche ich die Spieler, damit ich auch mit den anderen SPC abschließen kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, geht es runter, 77 und so weiter und so fort. Ja, das war's auch eigentlich. Ja, wir schauen mal, Silber-Spieler habe ich auch am Start. Die behalte ich immer wieder, wenn so eine Top-Partie kommt, ja, dann schaue ich immer wieder, was man da braucht. Dann kann man so einen Silberspieler, die eigentlich für, keine Ahnung, wie viel ist das jetzt, wenn ich abschließen würde, sagen wir 250, die gehen manchmal für 2, 3, 5k weg. Ja, Bronzespieler habe ich auch. Ja, das war's. So sieht es aus, Jungs. An sich eine geile Clubtour, würde ich mal sagen. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich glaube, jeden Monat kommt es dann online. Das war so ein Dezember-Clubtour. Dann sehen wir uns im Januar. Also bis Januar drehe ich keine Videos. Kappa. Nein, Mann. Also wir machen natürlich wieder einen Clubtour. Erst im Januar. Ende Januar bestimmt. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Checkt nochmal Omas Instagram-Seite ab. Und wir sehen uns dann morgen gegen 17 Uhr türkische Liga. Wird richtig krass diesmal. Ciao. Ciao.